So, weiter geht's, liebe Campingfreunde. Heute und jetzt nicht mal ein neuer Navisiever, neues Entertainment-System. Ihr kennt ja schon, was habe ich nicht alles schon vorgestellt. Ich sage die Namen gar nicht alle, Zenek, Alpine, Kenwood etc. etc. Und jetzt sind wir hier bei ESX. Und hier soll es was ganz Besonderes geben, denn hier gibt es wirklich ein Entertainment-System vom Feinsten. Hier kann man dann auch Apps installieren, die Druma-Heizung bedienen etc. etc. Denn das lassen wir jetzt von einem Profi hier mal erklären. Ne? Smart Navisiever von ESX und hier steht der Sven. Servus Sven. Hi, grüße. Wir sind zufälligerweise im gleichen Hotel, gell? Genau, haben uns gestern Abend schon getroffen. Dann kommen gleich mal mit dir vor. Bei einem kleinen Absacker, kann man ja sagen. Genau, ne? Genau. Beim Leipziger Allerweil. Genau. Und genau. Ja, du hast mir gestern Abend schon ein bisschen schmackhaft gemacht von dem Navisiever hier. Richtig. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, immer bei meinen, war eben die, dass man eine App drauf spielen kann. Ne? Dass man das auch wirklich als Multimedia-System nutzen kann. Und ihr habt hier was ganz Besonderes. Richtig, genau. Also vom Prinzip her haben wir hier eine freie Android-Oberfläche, wo du natürlich genau das machen kannst, was du gerade schon angesprochen hast, bezüglich auch der Truma-App, was man darüber natürlich dann steuern kann, ganz einfach über den Play Store zu laden. Genau in diesem ganz normales Konto, so wie man es kennt, anlegen, anmelden und dann kann man sich verschiedene Apps. Ihr seht auch schon hier hinten ist schon ein Rückspiegel mit einer Kamera drin. Genau, ein 7 Zoll Rückspiegel. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat oder möchte, ein Navigationssystem in der Größe zu verbauen, mit einem Kameraeingang, kann man das dann wirklich direkt über den Innenspiegel zum Beispiel auch lösen. Und was jetzt wirklich das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ist die induktive Ladehalterung da oben. Oh ja. Ja. Dadurch, dass wir in dem Gerät Wireless Apple CarPlay haben, können wir dann wirklich unser Telefon hier oben hinstellen. Ja, das ist super. Und dann wird es automatisch damit geladen. Ja. Genau, ja, die Grundausstattung sowieso, Promobil, Stellplatzradar. Ihr habt auch eine spiegelfreie Oberfläche, so wie es aussieht. Reflexdisplay, genau. Das merkt man und das ist wirklich hervorragend. Schön groß, das gefällt mir ja persönlich. Richtig. Schön große Knöpfe zum Lautstärke regulieren etc. etc. Ist einfach auch, wenn du in der Dunkelheit fährst, du greifst einfach nur hin, drehst leiser und fertig. Das ist perfekt. Ja. Ne? Und 10 Zoll oder was ist das? 9 Zoll ist das. 9 Zoll. Bis zur 10 Zoll Lösung ist es aber verfügbar. Okay. Für okay. die verschiedenen Plattformen, Simon Ducato, also alles was Ducato, Boxer und Citroen Jumper ist. Ja. Und jetzt auch für den neuen Ducato 8, auch in derselben Größe, also vom Prinzip her genau dasselbe Gerät, nur mit der Änderung, die Fiat vorgenommen hat, mit den Lüfterdüsen. Ah, das passt natürlich hervorragend hier rein. Ne? Genau, es schließt halt wirklich schön bündig ab. Super. Man kann hier oben das Klemmbrett, was original verbaut ist, mit übernehmen oder halt, wie gesagt, die neue Halterung dazu nehmen. Sieht toll aus, über den Autolink gehen wir dann zum Beispiel in die Apple CarPlay-Funktion, gleich wireless rein. Android Auto für die Android-Nutzer. Ihr liefert auch das komplette Multimedia-System, also ihr habt dann auch einen Subwoofer zum Beispiel? Genau, also die Möglichkeiten bestehen natürlich, Soundsysteme anzuschließen, Kamerasysteme. Es werden noch 360-Grad-Kamerasysteme kommen und. Und das dann direkt über das Radio, dass man es da verwalten kann, ohne separate Monitore. Oder ein großer Pluspunkt für mich ist, dass man Apps draufladen kann. Ne? Absolut. Also zum Beispiel die Truma-Heizung, wie du schon gesagt hast, das ist eine super Sache. Wo sind wir denn hier preislich bei dem Gerät? Hier sind wir UVP bei 12,49. Bei 12,79? Ja, das ist ja komplett konkurrenzfähig. Komplett. Und da ist aber auch das große Paket drin mit 3 Jahren Kartenupdates umsonst und 3 Jahren das Live-Traffic. Oha, okay. Sodass du wirklich auf der Autobahn vernünftig staufrei fahren kannst. Also absolut konkurrenzfähig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und aber da haben wir noch nicht alles. Weil das größte Feature kommt jetzt noch. Okay. Du hast in unseren Geräten eine 4G-Funktion. Das bedeutet, ich setze dem Gerät eine SIM-Karte ein. Okay. Mit der SIM-Karte besorge ich mir bei meinem Provider 20, 30, 40 GB. Und mit genau der SIM-Karte mache ich aus dem Radio ein WLAN-Modem. Geil. Ja. Also du empfängst dann über die 4G-LTE-Antenne, empfängst du dann Internet. Und das Gerät, so gesehen, speist dann, kann dann dein Fernseher, Telefone, Tablets, alles mitnehmen. Mega. Also im Prinzip könnt ihr euch den Netgear schon mal spielen oder andere Systeme, könnt ihr euch sparen. Ne? Habt ihr alles hier integriert? Genau, ist alles mit integriert. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, unsere Geräte mit, als kleines Feature noch oben drauf. Ja. Also ich muss schon sagen, ich bin echt begeistert und lasst euch mal überraschen, vielleicht fährt der Aki ja bald mit so einem System rum. Wir gehen stark davon aus. In was für einem Van wissen wir noch nicht, verraten wir noch nicht. Ne? Aber das sehen wir dann spätestens in Stuttgart, Leute. Ne? Genau so. Coole Sache. Ihr habt ja auch sonst noch hier, was habt ihr noch hier alles? Soundsysteme.
verschiedenste Art. Ja, wo seid denn ihr zu Hause, Sven? Wir persönlich sind Ecke Rieser-Meißen in dem Landkreis, genau. Ich blende euch mal die Homepage ein hier. Ja. ESXK Audio Editions, ne? Also hier nicht nur für Kastenwagen, Wohnmobile, sondern auch für Autos. Ne? Egal, also vom Mercedes Sprinter, normale Pkw bis relativ egal. Prima. Das geht wirklich in alles. Das geht beim Ford Ka los und hört, ja. Sauber. Hey, vielen Dank. Ja. Hat mich gefreut. Wir sehen uns heute Abend nochmal im Hotel. So, machen wir. Ciao. Alles klar. Das Ding wird weggeflogen, aber hallo, mal ganz ehrlich, ein 50er-Krog. Also, oder Markus, falls du jetzt gerade hörst, hast du meinen Krog geklaut? Der hat sich dann gefunden. Wie ist das mit Weihnachtsmann eigentlich? Hatten wir die Gedanken letztes Jahr schon? Wollen wir das Thema mal machen? Wie heißt der Weihnachtsmann ab? Okay, Entschuldigung. Das ist aber die Lache, weißt du? Der Weihnachtsmensch. Aki, wir kennen dich zwar nicht, aber hast du eine lustige Geschichte für uns? Dutzende, nein, oder? Der Aki ist da. Lieber Kollege. So, liebe Campingfreunde, also sind wir mal hier ein bisschen auf der, im Van und Friends Wohnzimmer. Und jetzt gucken wir mal, was die zwei hier loslassen. Camper Tobi und Sascha. Ne? Alles klar, gucken wir mal. Wir müssen ruhig sein. Ja, ich habe da echt teilweise Störungen in meinem zerebralen System, zwecks Erinnerung an geile Sachen. Jo, also die zwei hier hinter mir, ihr seht schon, die haben jede Menge Spaß. Und ich finde es ja auch genial, dass die auch die Leipziger Messe sowas organisiert. Ne? Denn wo kann man am meisten lernen? Von Campern für Camper. Ja, alles klar. Alles klar. Winken wir mal, gell? Ciao. Schöner Tag hier in Leipzig, ganz ehrlich. Ganz viele liebe Menschen getroffen. Unglaublich. Und auch viele liebe Kollegen, logischerweise. Und tolle Fahrzeuge. Also von dem her war es ein erfolgreicher Tag. Ja, wir sind auch ein bisschen schlauer, was es jetzt wird. Ne? Also lasst euch mal überraschen. Es wird auf jeden Fall demnächst schon folgen, mit was wir dann zukünftig unterwegs sein werden. Und auch in Stuttgart schon wahrscheinlich. Ne? Und deswegen das nächste Video. Denke ich mal, nächste Video wird es dann schon an den Tag bringen. Viele von euch können es eh schon denken. Ne? Und deswegen machen wir auch keinen riesen Hehl draus. So, ganz schön frisch hier in Leipzig. Jetzt noch einen schönen Kaffee, dann ab ins Hotel. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann nächstes Jahr auch dann wieder mit dem Van auf unseren Reisen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.